Mein Vater, meine Mutter, werden sie wieder da sein? Das sind sie schon. Jerry, wir warten schon seit einer Stunde auf dich. Papa wollte schon den ganzen Brombeerkuchen allein aufessen. Ich hatte Hunger. Ich fühle mich, als wäre ich ewig auf den Beinen gewesen. Ich auch. Mehr konnte Jerry in diesem Moment nicht sagen. Das Fuchsmädchen behauptet noch immer, er habe geweint. Das ist überhaupt nicht wahr! So kehrte Jeremias Haselnuss nach Hause zurück. Und so endet unsere Geschichte. Doch mit einem Ende beginnen andere. Sie sind wie Wellen im Meer, ständig in Bewegung, gehen ineinander auf und über. Einige erzählen von großen Problemen, die wir anderen machen und die auch mit Mut fast unlösbar sind. Ganz besonders, wenn man eine kleine Maus ist. Aber vielleicht hilft ihr ja jemand. Ist euch plötzlich auch so kalt? Wer war der Junge? Der Schüler meines Freundes. Danke, dass du ihm geholfen hast. Er hat Zarovs Bann gebrochen. Ich habe Zarov unterschätzt. Und diesen Jungen. Wirst du mich endlich aus diesem Gefängnis befreien, damit ich die Portalwelten wieder schützen kann? So etwas darf nie wieder geschehen. Du weißt, dass das unmöglich ist, alter Freund. Nichts ist unmöglich.